Du möchtest deine AirPods zurücksetzen? Dann zeigen wir dir hier, wie das geht. Du erfährst, wie du deine AirPods oder AirPods Pro zurücksetzt und wie du deine AirPods Max zurücksetzt. Wir beginnen mit dem Zurücksetzen deiner AirPods oder AirPods Pro. Bevor du beginnst, vergewissere dich, dass das Gerät, mit dem sie gekoppelt sind, über die aktuelle Version von iOS oder iPadOS verfügt. Du musst sicherstellen, dass deine AirPods nicht gekoppelt sind, bevor du sie zurücksetzt. Lege deine AirPods zum Entkoppeln in ihr Ladecase, schließe den Deckel und warte 30 Sekunden. Öffne dann den Deckel. Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass deine AirPods verbunden sind. Tippe, um sie zu schließen. Setze die AirPods nun in deine Ohren ein. In den Einstellungen sollten deine AirPods unter deinem Namen angezeigt werden. Wenn sie hier nicht angezeigt werden, musst du möglicherweise in deinen Bluetooth-Einstellungen danach suchen. Tippe auf deine AirPods und scrolle in den AirPods-Einstellungen ganz nach unten. Tippe dann auf Dieses Gerät ignorieren. Tippe dann auf Gerät ignorieren und tippe erneut auf Gerät ignorieren, um zu bestätigen, dass deine AirPods von allen Geräten, die mit iCloud verbunden sind, entfernt werden. Jetzt sind sie entkoppelt. Lege die AirPods als nächstes bei geöffnetem Deckel wieder in ihr Ladecase, auch wenn sie zuvor nicht gekoppelt waren. Möglicherweise können deine AirPods sofort verbunden werden, wir müssen sie aber noch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippe daher auf die Schließen-Taste, um die Karte Verbinden zu schließen. Halte anschließend die Setup-Taste auf der Rückseite des Ladecase ca. 15 Sekunden gedrückt, bis die Statusanzeige auf der Vorderseite des Ladecase erst gelb und dann weiß blinkt. Deine AirPods sind jetzt zurückgesetzt und können mit deinem Gerät gekoppelt werden. Jetzt schauen wir uns an, wie du deine AirPods Max zurücksetzt. Bevor du beginnst, lade die AirPods Max für ein paar Minuten auf. Vergewissere dich außerdem, dass das Gerät, mit dem sie gekoppelt sind, über die aktuelle Version von iOS oder iPadOS verfügt. Du musst zunächst sicherstellen, dass deine AirPods nicht gekoppelt sind, bevor du sie zurücksetzt. In den Einstellungen sollten deine AirPods unter deinem Namen angezeigt werden. Wenn sie hier nicht angezeigt werden, musst du möglicherweise in deinen Bluetooth-Einstellungen danach suchen. Tippe auf deine AirPods Max. Scrolle in den AirPods-Einstellungen ganz nach unten und tippe auf Dieses Gerät ignorieren. Wenn du dich in deinen Bluetooth-Einstellungen befindest, tippe zuerst auf die Taste Weitere Infos. Tippe dann auf Gerät ignorieren und tippe erneut auf Gerät ignorieren, um zu bestätigen, dass deine AirPods Max von allen Geräten, die mit iCloud verbunden sind, entfernt werden. Jetzt sind sie entkoppelt. Möglicherweise können deine AirPods Max sofort verbunden werden, wir müssen sie aber noch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippe daher auf die Schließen-Taste, um die Karte Verbinden zu schließen. Halte anschließend die Taste Geräuschkontrolle und die Digital Crown oben auf dem rechten Ohrhörer ca. 15 Sekunden gedrückt, bis die LED an der Unterseite des rechten Ohrhörers erst gelb und dann weiß blinkt. Deine AirPods Max sind jetzt zurückgesetzt und können mit deinem Gerät gekoppelt werden. Da du jetzt weißt, wie du deine AirPods zurücksetzt, kannst du wieder in die Musik eintauchen. Um weitere Informationen zu deinen Apple-Geräten zu erhalten, abonniere diesen Kanal oder klicke auf ein anderes Video, um weiterzuschauen. Einige Sequenzen in diesem Video wurden gekürzt.